Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Wir befinden uns oben auf dem Kraterberg bei den Speersäulen und nun werden wir durch dieses Tor schreiten und ja, hoffentlich den Boss oder Team Galactic aufhalten, was immer sie auch vorhaben werden. Hey, darf ich durch? Etwas Gewaltiges steht unmittelbar bevor. Komm uns bloß in die Quere. Du guckst so, als würdest du uns trotzdem in die Quere kommen wollen. Habe ich recht? Tja, dann bekommst du es mit uns zwei zu tun. Oh nee! Was ist hier los? Gegen zwei von Galactic, Team Galactic, Galactic-Rüppel. Das ist nicht das, was ich möchte, ey. Wirklich nicht. Wieso zieht sich das mal so? Und warum mal dieselben Pokémon? Es wäre doch viel besser, wenn ihr einfach nicht da wärt. Wäre 100 mal besser. Komm, du machst ein Flammenrad gegen Pudox da. Taro, der macht mal hier einen Funkensprung gegenüber Skunkapu. Ja, komm. Okay. Du, 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 du. Da ruft der nächste Pokémon rein jetzt. Oder Taro darf erstmal. Tötet das das? Ja. Nein, euch. Warum haben die alle diese Scheißfähigkeit, Alter? Das ist so ein absolut nervig. Charmian. Nice. Und Klibunkel. Auch eigentlich recht nice. Aber Klibunkel hat Angst. Berechtigt. Denn Akrobatik ist sehr effektiv gegen einen Klibunkel. Und du kannst mit Funkensprung hoffentlich dieses Charmian erledigen. Was ich nicht glaube, dass es stirbt. Du stirbst. Das ist safe. Ob Charmian stirbt, das weiß ich nicht. Wenn wir mehr jetzt herausfinden. Also K.O. geht, besiegt wird, nicht stirbt. Okay, es wird besiegt, okay. Dann steht uns ja jetzt nichts im Weg, oder? Können wir die Welt retten? Vor Team Galactic? Das werden wir gleich erfahren. Da war aber der Stärkste, ja, ja. Ah, ich habe mich von einem kleinen Kind besiegen lassen. Das habt ihr alle. Ihr seid alles Waschlappen. Selbst euer Anführer habe ich schon besiegt. Mann, das war echt eine erbärmliche Leistung. Lass dich jetzt durch, da kann unser Boss die fertig machen. Oh, yes. Wirkt nicht mehr, ist mir auch egal. Lass mich raten, ich muss gegen euch alle drei antreten. Jetzt wird alles enden und alles wird neu beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Dialga, mythisches Pokémon, Meister der Zeit. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Die Vernichtung alles Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Spürt ihr, wie sich die Zeit verzerrt? Nun, ich kann es jetzt nur aufhalten. Nur ihr hier. Eieiei. Wie ganz kurz der Blur vergessen wurde einzusetzen. Das ist das Pokémon, von dem in den Mythen erzählt wird. Der Erschaffer von Sinnoh. Dialga, die Verkörperung der Zeit. Diese Welt kann nicht mehr in das umgeformt werden, was ich will. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit. Ich glaube, ich habe was dagegen. Nur keine Eile. Ich verstehe ja, dass du unbedingt unseren Boss herausfinden willst, aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste. Ja, ihr alle mit der... Alle, ihr kommt beide noch dran, meine Lieben. Wir werden noch warm miteinander, ne? Du magst Ziel sein, doch diesmal werden wir auch... Diesmal werden auch wir die Samthandschuhe ausziehen. Ach so. Augenblick mal. Und wir finden hier keine Party statt, klar? Jochen! Ist das nicht der Kleine, der am See das Stärke noch weit weggerannt ist? Na, inzwischen stärker geworden. Mir soll's recht sein. Wir schlagen euch 2 gegen 2. Nice, 2 gegen 2 oder ist das jetzt, darf ich nur gegen Mars kämpfen? Nee, geil, okay, wir dürfen gegen beide kämpfen. Komm, dann Jupiter und Mars. Jetzt geht's los, ey. Jetzt geht's los. Bin sehr gespannt. Oh. Komm, Jochen. Du hast einen Mampfaxo? Was ist los mit dir?
wusste, dass irgendwas da bei ihm schief läuft. Gut, dann machen wir Flammrad, machen wir erstmal eins nacheinander. Ja, komm, Bronze ist besiegt. Total erreicht Level 53, Yukishiro Level 46. Sehr gut. Mach halt den Reflektor, ist mir egal. Gegen physische Attacken. Ja, das ist zum Beispiel physische Attacke. So, Jupiter, ruf mal dein nächstes Pokémon rein. Ein Skunk-Tank auch. Das Ding ist halt wieder. Ich wette mit dir, das hat wieder diese Fähigkeit. Kümmern wir uns erstmal um Bronze. Dann Faxo, du darfst gerne dich um Skunk-Tank kümmern. Sehr gespannt, ob die beiden noch ein Problem für uns werden. Giftwolke auf alle. Oh nö. Nicht so gut. Au, ist die Vergiftung stark. Und Schnurgas. Na, das war ja so auch so ein Tier, ne? Akrobatik, ist das sehr effektiv? Nee. Nahkampf. Ja, würde ich ungern einsetzen, ne? Egal, komm. Alles oder nichts, ne? Komm, wir hauen jetzt rauf da. Hauptsache es ist weg. Je weniger Pokémon sie haben, desto besser ist er sowieso für uns. Wir müssen wahrscheinlich eh gleich einwechseln. So, immer erreicht er mit 48. Flammwurf, das Ding hat Flammwurf. Das sieht gar nicht danach aus, als wenn es irgendwas so überhaupt irgendwas könnte. Body Slam. Und es paralysiert super. Kann durch das Gefälletzt. Und Fax auch. Aber ich werde gar nicht mehr gefragt, ne? Ich werde gar nicht mehr gefragt, ob ich das Pokémon wechseln möchte, aber ich möchte das Pokémon gerne wechseln. Du Taro, komm rein. Unser guter Corando ist vergiftet, das geht nicht gut aus. Ja, sinkt nicht, aber da ist eine Angriffskraft da. Giftzahn! Uff, ein Volltreffer. Flammenwurf! Ihr könnt ja gerne auf Mark Fax könnt ihr angreifen, wie ihr wollt, das ist mir egal. Ist ja nicht mein Pokémon. Warum greifst du das an? Warum greifst du... Man kann sich mit dem... Mit Jochen kann man sich einfach nicht absprechen. Macht doch mehr Sinn, wenn ich jetzt Golbert angreife, dann ist Golbert weg. Jochen, du darfst gerne jetzt... Er ruft seinen Faxo zurück. Okay, bis jetzt das Intelligenteste, was du je gemacht hast. Warum hast du übrigens immer noch keinen Galopper? Das ist halt arg dämlich. Okay. Gut, dann greifen wir mit Funkensprung das Skunk-Tank an. Und ist weg. So, dann müssen die beiden noch ein Pokémon haben, oder? Nee, ein Pokémon müsste noch kommen. Oh Gott, ey. Wie ich das wusste. Wie ich das einfach wusste. Chuck'n Boy, 1000 Erfahrungen, exakt 1000 Erfahrungen hat er gekriegt. Und Level 37 hat er erreicht. Ja, Flammrad ging nichts, ne? Und noch ein Golbert, okay. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Arrivederci. Commander Mars und Jupiter. Und nun? Aber ich hätte wohl lieber allein kämpfen sollen. Du bist stark geworden. Trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance. Ich habe den Boss schon mal geklatscht, als wenn ich jetzt nochmal verlieren werde gegen ihn. Hehe, meine Pokémon sind echt stark, stimmt's? Ich kann bestimmt auch so stark werden wie sie. Aber ich fürchte, vor uns ist die Endstation. Moment, Miko, ich helfe dir. Oh, das ist nett von dir. Danke, Jochen. So, das wäre erledigt, Miko. Der Rest liegt in deiner Hand. Oh,
Doch die Helga, das ist... Fantastisch, überwältigend. Wir sind Zeugen der Geburt einer neuen Galaxie. Ja, ein neues Universum, eines neuen Universums. Was? Die rote Kette, sie hat sich in nichts aufgelöst. Wie konnte das passieren? Warum erscheint Vesp, das Pokémon von See der Wahrheit, neben dir? Egal, völlig egal, ist alles verloren. Meine Galaxie ist zerstört. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Aber vorher werde ich dich zerschmettern. Oh, er ist sauer. Aber ich kann ihn nicht ernst nehmen. Weil er Chibi-Former ist. So, jetzt... Vier Pokémon. Cyrus. Kramchef. Okay. Jetzt will er es wissen. Kurando. Das Ding ist leider. Ich hätte mit Dings leaden sollen, ne? Also mit Dings am Anfang. Aber. Ja, es würde mir Sinn machen. Wir wechseln aus. Wechseln aus. Direkt. Ich will keinen Fehler machen. Wir wechseln direkt um. Das Ding ist Flug. Wir machen gleich mit Elektro. Ne, Bedrohung hat auch noch die Angriffskraft runter. Er lockert auf. Ausweichwert sinkt. Das ist mir egal. Ich habe sowieso nicht vor, auszuweichen. Ich werde... Greif an. Yes. Okay, erstes Pokémon ist down. Weiter so. Ja, da guckst du so doof da hinten, ne? Ja, weiß auch nicht, was du dazu sagen sollst. Du kriegst Level Up auf Level 54. Ein Gyarados, wir bleiben drinne. Wir bleiben drinne, definitiv. Aber er hat einen Gyarados, ziemlich cool. Wenn das jetzt ein Mega-Gyarados wäre, wäre wesentlich cooler, oder? Aber leider gibt es hier, glaube ich, keine Mega-Formen. Gut, weiter mit Funkensprung. Das ist eigentlich Doppelschwäche. Er ist Wasser und Flug. Das sind Doppelfläche. Dann ist das noch ein Step-Angriff. Und warum macht das nicht zur Hölle? Warum macht das nicht so viel Schaden? Der muss ja einen Mega-Wert haben. Ach, wegen der Kerzerbeere habe ich noch weniger Dings gemacht. Hat er weniger kassiert. Okay, durch diese Beere. Kann man machen. Wenn die Beere nicht wäre, wäre das Ding tot. Sehr gut, was hat er noch? Was hat er noch auf Lager? Sneebuna. Ich habe keine Ahnung, was gegen Unlicht ist. Wir wechseln mal Kurando ein. Zur Not hau ich mit Nahkampf rauf, ne? Das Ding ist Level 48, Alter. Meine Güte. Ja, einfach Nahkampf. Echt jetzt? Was frisst du da? Uff. Sehr gut. Ja, ist mir egal. Sein letztes Pokémon wird bestimmt richtig heftig. Frostbeere wurde aufgebraucht. Na gut, hat aber nicht geholfen. Gegen Nahkampf nicht. So, Level Up für Blutaro und Trugi. X-Bart. Ja, Blutaro, ne? Du weißt, was Phase ist. X-Bart habe ich damit gerechnet, dass er einen X-Bart hat. Damit habe ich definitiv gerechnet. Aber, was los? Ich gebe zu, dass du mich an meine Grenzen gebracht hast. Schön für dich. 46. X-Bart ist schon ziemlich cool. Betrohr wirkt auch bei ihm.
Der hat keine Dings da zur Überbrückung. Keine Fähigkeit zur Überbrückung, deswegen machen wir jetzt Funkensprung. Aber er hat eine Flinkklaue. Ey! Ein Volltreffer, auch noch ein Crit. Bam! Das war's mit dem. Wir haben ihn sauber weggemacht, oder? Das hast du gut gemacht. Wir haben ihn sauber weggemacht. Sauber weggemacht. Yes, das gibt 3 Level-Ups für 3 Pokémon. Chuck'n'Boy, Eimal und Yukishiro. Und Yukishiro versucht Irrlicht zu erlernen. Was ist denn Irrlicht? Feuer? Nee, das ist einfach nur eine Safe-Verbrennung, ne? Ja, muss nicht sein. Ich kann es nicht akzeptieren. Das ist die in den Mythen erwähnte Kraft. Ich habe sie nicht nur gesteuert, ich habe sie mit mir zu eigen gemacht. Was ist dein ultimatives Ziel? Was ist deine Vorstellung von Perfektion? Kennst du etwa nur das, was kostbar ist? Das, was mit seinem Licht die Welt erhält? Pah, es ist sinnlos, dich zu fragen, doch ich werde nie aufgeben. Eines Tages werde ich zu einer Gottheit und die ultimative Perfektion erreichen. Okay. Kann ich nicht bewegen? Oh, hi. Dialga, Meister der Zeit. Ich kann nicht sagen, ob es wütend oder traurig ist. Aber mir scheint, es würde Dialga etwas von dir erwarten, Nico. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es fordert dich heraus. Geh schon, Mikko, stell dich, Dialga. Hör auf die Stimme, dein Herz und folge ihr. Dialga ist außer Kontrolle geraten, weil es mittels der roten Kette dazu gezwungen wurde, hier zu erscheinen und seine Kräfte einzusetzen. Er scheint darauf zu vertrauen, dass du es aufhalten kannst. Mikko, eben bin ich Jochen begegnet. Er sagte, dass er an dich glaubt. Wenn jemand diese Aufgabe bewältigen kann, dann du. Auch ich glaube an dich. Bitte hilf diesem Pokémon. Es leidet darunter, was Team Galactic ihm angetan hat. Leute, ich speichere einmal, ne? Ja, ich habe gespeichert. Los geht's. Guck dir mal die Arena an, cool. Ja gut, aber das Ding ist jetzt, aber wir jetzt fangen, ne? Meisterball. Und gefangen. Warum es noch wackelt, habe ich keinen Schimmer. Stell dir vor, es bricht aus. Das wäre so lustig. Klasse, die Ärger wurde gefangen. Und aus diesem Grund habe ich nochmal im letzten Part, während des letzten Parts gab es einen kleinen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht gemerkt. Oder wenn ihr ihn gemerkt habt, habt ihr gute Augen. Deswegen habe ich nochmal kurz mal den Meisterball geklont, weil ich gerne den Meisterball öfter haben würde. Weil wegen legendärer Pokémon ist sonst ein Krampf zu fangen. Ja? Ich weiß, ich bin jetzt böse, aber hey. Hättet ihr genauso gemacht. Für die Ärger wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es besitzt die Macht, die Zeit zu kontrollieren. In den Mythen von Sinnoh wird es als seine Gottheit dargestellt. Möchtest du die Ärger einen Spitznamen geben? Nein. Ich kann sie fassen, dass du es tatsächlich geschafft hast. Du warst hervorragend, wirklich, absolut unglaublich. Ich war mein ganzes Leben lang noch nie so aufgeregt und das heißt was bei 60 Jahren. Seit dem letzten Treffer hat der Professor unerbittlich geforscht, er war besorgt um dich, Mikko, und kam extra deine Wege an diesen gefährlichen Ort. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Komm, lass uns nach Hause gehen. Niemand hat das Recht, die Zukunft anderer oder gar eine ganze Welt zu bestimmen. Da hast du recht. Und du? Ich freue mich schon darauf, deinen Pokédex zu sehen. Geh an Orte, an denen du noch nie warst. Dadurch solltest du Pokémon begegnen, die du noch nie zuvor gesehen hast. Dieses Pokémon von vorhin war etwas ganz Besonderes, findest du nicht? Ob es wirklich das Pokémon war, das ganz Sinnoh erschaffen hat? Ich glaube nicht. Ey, da liegt noch was. Ein Adamant-Orb. Was auch immer das ist. Ich mag diesen Ort hier. Der hat was Cooles. Was macht der Adamant Orb? Guck ich mal kurz rein. Ein hell leuchtender Orb. Versteckt Attacken von Typ Drache und Stahl, wenn Dialga ihn trägt. Ich würde das nur für Dialga denn, ne? Die G-Schlüssel. Karte. So, nächstes Ziel ist dann wohl Sonnewieg, ne? Da ist ein ganz weiter Weg. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit, ne? Wollen wir noch mal kurz, Ich kann hier nicht fliegen? Oh, nö!
Sonst wäre ich jetzt mit euch nochmal in die Safari-Zone gegangen. Da fliegen wir halt nicht. Jetzt sind natürlich alle keine, jetzt sind natürlich keine Pokémon mehr hier. Keine Trainer, meine ich. Pokémon sind natürlich wieder hier. Muss ich jetzt den ganzen Berg hier runterkraxeln? Da habe ich ja wenig Lust drauf. Darf ich jetzt fliegen? Ja, bitte. Gucken wir mal, ob es irgendwelche coolen Pokémon noch gibt. Was ich auch gerne mal machen... Nein. Gerne machen würde. Pokémon. Einmal kurz Dialga. Wo ist er? Bewegen. Tauschen wir mal kurz mit ihm mal aus. Und Dialga darf hinter mir herlaufen. Oh, ist das ein süßes Dialga. Oh, Süßi. Du bist ein süßes Dialga. Entschuldigung. Wow, das sind so Mini-Dialga. Hab ich gezüchtet, dass sie klein werden. So, gibt's hier irgendwas Besonderes? Ich muss mal kurz gucken. 100 Penny einwerfen, ja klar. Ein Bidiza. Okay, das ist nicht so interessant. Da finden wir hier noch einen Morlord. Und ein, was auch immer das ist. Dann haben wir noch Merrill. Ein Enton. Wow, das war bis jetzt noch nicht viel anders als bisher, ne? Gucken wir mal hier nochmal durch. Ein Felino hatten wir auch schon öfter hier gefunden. Ein Bidiza hatten wir auch schon sehr oft gesehen. Ein Azumarill habe ich versucht zu fangen, aber kam nie wieder. Ein Staralili. Oder ein Staraluia. Echt jetzt? Wirklich, wirklich nichts Besonderes? Es wurde mir explizit gesagt, man soll öfter mal gucken gehen. Das könnte was Neues kommen. Was denn? Was ist daran neu? Da ist gar nichts neu. Das ist einfach die größte Verarsche. Das ist neu. Gut, da wir allerdings hier noch nicht, ja, was soll ich sagen? Dann würde ich mal sagen, ich würde es ungern jetzt anfangen, da in, zum Dingsort zu reisen. Wir gehen nach Ebi genau. Und gehen in den Untergrund. Das ist doch mal eine Idee, ne? Das ist doch mal eine super Idee, finde ich. Da kann ich euch mal mein Dingen zeigen. Gehen wir mal online rein. Ja, eintreten. Ja, von mir aus. Meine Höhle. Die kann ich euch noch mal zeigen. Und meine ganzen Schätze, die ich schon gesammelt habe. Die wollt ihr auch sehen. Verbindung wird hergestellt. Ich hoffe, Internetverbindung reicht hier. Das ist irgendwie abgeschiedenes Zimmer hier. Die Kammer. Das Versteck, wo ich hier Let's Plays aufnehme. So, ich habe schon, wie ihr seht, soweit alles aufgedeckt. Da oben war ich noch nicht. Warum auch immer, ich kann noch nicht hin. Ja. Halt, nein. Ich würde. Achso, egal. Lass mal so. Ich kenne den Weg ja eh. Halt, bin ich hier überhaupt richtig? Moment. Ich habe nur oben auf die Karte. Ja, das ist der richtige Weg. Nur hoch und dann links halten. Besondere Pokémon-Treff kommen hier nur relativ selten. Ab und an mal kommt ein besonderes Pokémon vor, was mal anders ist als die anderen. Aber halt auch nicht so viel Besonderes irgendwie. Eine Box habe ich voll gefangen, alle drei die Gebiete da erkundet, aber das war es eigentlich so im Groben. So, meine Höhle! Habe ich lange nicht gezeigt, ne? Das alles, was ich gemacht habe, war noch vor Part 20 oder so. Also so stand es hier seitdem ich welcher Part kam vor kurzem raus? Part 10, nee. Part 15 oder so. Und seitdem ist das hier so. Also zwischen Part 14 und 15 oder 13 und 14, irgendwie so um den Dreh, habe ich viel hier im unterirdischen Dings verbracht und viel gelevelt.
Meine Statuen, die ich habe, sind die hier. Shiny-Statuen sind natürlich diese Dings hier. Ja, ihr seht. Läuft Pikachu habe ich jetzt dreimal. Ist natürlich nicht selten. Ist nicht selten. Shiny-Status ist das hier. Diese Effekte da. Ja. Das sind die Pokéfiguren, die ich habe. Kann man unter euch runtergehen. Auf das Shiny Milotic bin ich sehr besonders froh. Ja, das war cool, dass ich das entdeckt habe. Und ansonsten. Ja. Ich meine, manche kriege ich voll oft, manche wenig. Mammutell zum Beispiel habe ich 8-mal. Eigentlich war geplant, dass ich mein ganzes Team hier ausstelle, aber irgendwie gibt es manche Dings nicht so wirklich. Ja, das ist das, was ich hier gemacht habe. Ich kann nochmal in die Untergrundbeutel reingucken. Moment. Erkundungsset hineinsehen. Könnt ihr auch mal kurz sehen, weil ich habe einen Rundsockel und das sind meine Sphären. Also ich habe schon ein paar eingetauscht, aber so besonders ist das jetzt auch nicht wirklich, ne? Gehen wir noch einmal hier in so ein Gebiet rein. Gucken uns nochmal um, ob hier irgendwas Besonderes ist. Aber hier ist halt meistens nichts wirklich Krasses. Also meistens ist das nur ein Pokémon, was anders ist als bisher. Ja, zum Beispiel Tatoxa sehe ich jetzt das erste Mal hier. Und das kann man ja mit Surfer da holen, aber ansonsten findet man nichts wirklich, ne? Ist jetzt nicht unbedingt was Krasses. Gehen wir nochmal auf die andere Seite gucken. Dann machen wir uns im nächsten Part ganz bequem auf den Weg nach zur nächsten Arena, ne? Pelipper, der ist glaube ich neu hier, Pelipper. Ich war jetzt lange nicht mehr hier unten, deswegen sind hier ein paar neue Pokémon. Aber Pelipper haben wir auch schon oft gesehen. Und Magnetür habe ich noch nicht, aber... Naja, ne? Ihr wisst Bescheid, wie das hier funktioniert mittlerweile, denke ich mal. Hier gibt es nicht mehr viel zu sehen. Deswegen gehen wir auch wieder raus. Ja. Das ist halt einfach nur, um Zeit zu vertreiben, ne? Edelstein ausbuddeln, ein paar Pokémon fangen, die man noch nicht gefangen hat. Und ansonsten haben wir noch einen Mini-Dialga an unserer Seite, mit dem ich mich mit euch verabschiede. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Hey, hier seht ihr noch mehr Let's Plays von mir. Und zusätzlich ist hier noch meine eigene Animationsserie. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sie euch mal ansehen würdet. Auch würde ich sehr feiern, wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen.